Sehen wir neue Allzeithochs beim DAX zum Beispiel an den Aktienmärkten, weil China derzeit massiv manipuliert. Man hat das Gefühl, das ist die zweite Fed aktuell. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Aber es wird nicht viel helfen längerfristig. Es ist der Versuch, die Märkte nochmal nach oben zu halten, ein bisschen Optimismus zu schüren. Und dieser Optimismus, der ist geschürt worden durch eine Nachricht, die so ein bisschen aus der Mottenkiste zu kommen scheint. Nämlich China senkt die Zölle auf US-Waren. Im Volumen nehme ich diese Zölle von 75 Milliarden Dollar. Da werden ab 14. Februar Zölle, die vorher bei 10% lagen, auf 5% gesenkt, die bei 5% lagen, auf 2,5% gesenkt. Fragt man sich, na, warum tun die das? Was ist da los? Und dann schauen wir mal, warum sie das tun. Da gibt es nämlich eine sehr, sehr einfache Erklärung. Man will sozusagen den Phase-1-Deal verändern. Man sagt, guckt mal Leute, liebe Amerikaner, wir haben jetzt echt Stress hier zu Hause, wir haben ein Riesenproblem, also müssen wir diesen Phase-1-Deal verändern. Und man geht in gewisser Weise schon in Vorleistung und sagt, guckst du, wir senken die Zinsen, nicht die Zinsen, sondern die Zölle. Und jetzt müsst ihr uns doch entgegenkommen und hier mit dem Phase-1-Deal auch mal 5 Grad sein lassen. Ein relativ durchsichtiges Manöver, aber die Märkte feiern es, denn die Algorithmen sagen sich, das ist doch noch im Hinterstübchen meiner Programmierung, dass ich positive Nachrichten im Handelskrieg jetzt kaufen muss, also kaufe ich die auch. Faktisch dürfte das aber sozusagen an der Lage überhaupt nichts ändern. Man sagt ja, wir hoffen mit den USA zusammenzuarbeiten, arbeiten zu können, um alle Zölle dann zu eliminieren und so weiter und so fort. Also richtig schön süß raspeln. Dann sind natürlich auch die Aktienmärkte nach oben gegangen in China. Wir sehen starke Anstiege. Das wird dann auch von der Global Times erwähnt. Ja, der dritte Tag in Folge, dass die Märkte steigen. Dann kommen so Berichte. Naja, Experten sagen, wenn die Epidemie vorbei ist, dann wird auch das kulturelle Leben wieder aufleben. Naja, ist eigentlich ziemlich logisch. Absolute Nullaussagen. Interessant ist aber das, was die Fakten sind. Und die Fakten sind, dass wir hier zum Beispiel sehen, was Goldman Sachs sagt. Wir werden im ersten Quartal 2020 2% weniger globales Wachstum haben. Und das ist dann schon ein Punkt, wenn man sieht, dass das Goldman Sachs für das Gesamtjahr 2020 ein globales Wachstum 3,0 bis 3,1% sieht. Im zweiten Quartal dann eine Erholung, sagt Goldman, weil man davon ausgeht, dass China die Geschichte schnell im Griff haben wird. Zumindest bis Ende März. Aber die Frage ist, wird das der Fall sein? Denn wir sehen, dass eben jetzt Berichte auftauchen, auch aus China, dass Mütter direkt das Coronavirus auf ihre Babys übertragen. Und wir haben hier einen Patienten in Ningbo, Großstadt mit über 8 Millionen Einwohnern in China, der sagt, sie haben keine Masken getragen und er hat nur wenige Sekunden sich in der Nähe eines Patienten aufgehalten und ist infiziert worden. Jetzt hat Ningbo, diese 8 Millionen Stadt, den gesamten U-Bahn-Verkehr erstmal lahmgelegt, wird vielleicht auch bald unter Quarantäne kommen, eine Stadt, die doch sehr weit weg ist von Wuhan. Aber Chinas Meldungen sind schon ein bisschen skurril. Wir sind jetzt bei über 28.000 Infizierten. Der heutige Anstieg ist ein bisschen geringer als der gestrige Anstieg der Neuinfizierungen. Die Todesrate steigt weiter. Da sind wir jetzt fast in Richtung 600 oder die Todeszahl fast in Richtung 600 unterwegs. Aber interessant ist, was nicht stimmen kann. Zum Beispiel, es gibt auch eine Statistik über Menschen, die untersucht werden oder die im Verdacht stehen, dieses Virus zu haben. Und da gab es praktisch keinerlei Zuwächse gestern. Wenn diese Statistik stimmen würde, dann wäre der Hochpunkt bereits erreicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Statistik stimmt, ist gegen null. Denn nach wie vor sehen wir massive Steigerungsraten, weil das Virus sich weiter verbreiten kann. Da gibt es Interessantes auch von Tencent, die vielleicht gestern versehentlich oder nicht ganz versehentlich kurzzeitig mal eine Zahl der Infizierten und der Toten gemacht haben, die deutlich höher ist zwischen Faktor 5 und Faktor 10 etwa dessen, was die Chinesen selbst melden. Da könnte sozusagen auch der Versuch sein, mal eine echte Zahl rauszuhauen und dann zu sagen, oh, das war leider ein Versehen. Aber kommen wir zu den Märkten. Gestern haben wir gesehen, diese Fake News über diesen Impfstoff in Sachen Coronavirus hat die Märkte massiv nach oben gebracht. Dann kam praktisch das Dementi der WHO und es ist so ein Fünftel etwa dessen wieder ausgepreist worden, was vorher die Fake News war. Wir sehen, dass gestern durch die starken US-Daten auch die Wahrscheinlichkeiten für weitere Zinssenkungen durch die Fed gestiegen sind. Man sagt sich also, okay, ist ja gar nicht schlimm, wenn die Wirtschaft gut läuft, ist es doch auch schick, auch wenn die Fed die Zinsen vielleicht nicht mehr so senkt. Deswegen sehen wir Dollarstärke auf breiter Front, weil eben die Zinssenkungswahrscheinlichkeit ein bisschen
gefallen ist. Ansonsten, was haben wir noch? Das war es erstmal, was ich jetzt hier unmittelbar zeigen wollte. Deswegen schauen wir uns mal die Charts an. Was Sie hier sehen, und die sind von Capital.com, was Sie da sehen, das ist der DAX. 13.590. Wie gesagt, Chinas Märkte stark nach oben. Dadurch der Nikkei stark nach oben, weil jetzt aus der Mottenkiste plötzlich eine Meldung auftaucht, die ziemlich klar, ziemlich durchsichtig ist, was die Intention dieser Aktion durch China ist. Man will also nochmal jetzt gute Stimmung schaffen, will die Amerikaner ein bisschen beeinflussen. Wir sehen, dass dadurch der S&P 500 bei 3.358 ist. Das ist ein neues oder wäre ein neues Allzeithoch. Wir sehen Euro-Dollar aktuell unter der 1,10er Marke, knapp drunter, eben aufgrund der beschriebenen Dollarstärke wegen Zinssenkungsfantasien. 1.555 das Gold und das amerikanische Crude Oil ist bei 52 Dollars und einem Cent auch erholt. Gestern ja dieser Shift von Tech in Energiewerte. Man will also jetzt sozusagen die wahnsinnige Differenz, wenn Sie sich das mal anschauen, ETFs anschauen auf den Energiesektor, ETFs wie den Triple Q anschauen auf den Tech-Sektor in den USA, da haben wir eine riesige Differenz und die muss einfach kleiner werden. Wir haben nach wie vor den Nasdaq mit über 16%, wir waren gestern sogar bei 17% kurzzeitig über dem 200-Tages-Durchschnitt. Das gab es zuletzt, glaube ich, kurz vor der Finanzkrise und eben in der Dotcom-Bubble, da waren es, glaube ich, mal im Hochpunkt 43%. Das sind natürlich absolute Extremwerte, aber jedes Mal ist der Kurs dann in Richtung oder auf die 200-Tages-Linie wieder gefallen. Es wird auch diesmal so sein, wir werden nochmal sozusagen das letzte Hurra feiern, aber die ökonomische Realität wird sich durchsetzen. Es ist eine Frage der Zeit. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen, was haben wir heute, Donnerstag. Bis dann, servus und ciao.